Dutzende Tiere im Zoo von Oakland, dem US-Bundesstaat Kalifornien, haben kürzlich eine Impfung gegen Covid-19 bekommen. Und zwar einen speziellen Impfstoff für Tiere. Tiermedizinerin Alex Herman. Es ist ein großes Projekt. Im Moment haben wir eine Liste von 110 Tieren, die gefährdet sind. Und wir haben noch nicht alle diese Impfstoffe. Aber es wurde festgestellt, dass es sicher und effektiv bei all diesen verschiedenen Arten ist. Also gehen wir heute in den Zoo, um mit den Tigern zu beginnen. Sie werden die Ersten sein. Und Schimpansen und Bären und natürlich unsere Berglöwen und andere Großkatzen werden auch gleich geimpft. Der Impfstoff wurde vom US-Landwirtschaftsministerium für den experimentellen Einsatz genehmigt. Der Zoo von Oakland ist einer von 70 in den USA, der seine Tiere gegen Covid-19 impfen lässt. Ähnlich wie bei den Menschen werden die Tiere bezüglich ihres Infektionsrisikos priorisiert. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.